Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HFC Erlangen nach dem Heimspiel gegen den HSC 2000 Coburg. Zur Halbzeit stand es 14:13, das Endergebnis lautet 33:28. Auf dem Podium grüße ich ganz herzlich den Gästetrainer Alois Mraz und unseren Cheftrainer Michael Haas. Und wie immer geht auch heute das erste Wort an die Gäste. Ja, wie hast du das Spiel gesehen heute Abend? Hallo zusammen. Ja, erstmal ganz gut. Wir haben einen guten Start gehabt. Das Spiel war offen. Wir konnten uns 4 Tore Vorsprung erarbeiten. 5-9 für uns. Überzahl, dann natürlich machen wir ein paar Fehler, wo wir dann schnell unseren Vorsprung verlieren. Und das sollten wir auf jeden Fall besser hinkriegen. Und sollten wir auf jeden Fall mit kleinen Vorsprung dann in der Halbzeit gehen. Das haben wir nicht geschafft. Und dann natürlich ist das dann schwer. Trotzdem haben wir das offen gehalten. 2018 weiter, alles möglich. Man muss sagen, dass man auch Zimmer hat auch gut gehalten. Wir haben auch ein paar richtige Bälle verworfen. Ja, Grund dafür auch war, dass wir ein bisschen unsere Arbeit, Aggressivität in der Abwehr ein bisschen vermisst haben. Dann war das ein bisschen schwieriger auch für die Torhüter, was auch erste Halbzeit auch sehr gut gemacht haben. Und gut, die rote Karten, die waren auf beiden Seiten. Natürlich, wir haben mit anderen Draschko dann zwei richtig im Joker gehabt. Von daher ist Erlangen dann nochmal abgesprungen. Von daher Glückwunsch zum Sieg, Michael und HSC. Ja, 33:28 dann am Ende. Musste vielleicht nicht so hoch sein. Dankeschön. Ja, Hassan, ihr hattet unglaublich anstrengende Wochen hinter euch. Wie stolz bist du jetzt heute auf deine Jungs, dass die echt nochmal das Letzte aus sich herausgeholt haben? Ja, guten Abend erstmal. Ja, ich bin natürlich wahnsinnig stolz, weil man ist sehr bekannt, was wir für einen Marathon hatten, da mit 7-8 Spielen. Und zum Finale wartet Coburg das Derby, das Spiel, über das viel gesprochen wurde, über das Hinspiel, über das auch viel gesprochen wurde. Wir hatten da einfach eine ganze Menge Druck, dadurch, dass wir im Hinspiel so, sagen wir, wenig überzeugt haben. Und ja, es war an der Zeit, die Jungs nochmal richtig heiß zu machen. Und ich meine, das ist ja bekannt, unsere Situation, und dass uns dann noch durch eine rote Karte noch ein Mittelblocker fehlt. Das hat dann fast überlaufen gebracht. Dann fällt fast Ende, Mitte zweiter Halbzeit auch noch Jan Schäfer. Verletzt sich auch noch ein bisschen. Dann wird es natürlich langsam dünn. Aber ich muss sagen, heute ist jeder, der da auf die Platte kam, hat seinen Job gemacht, hat seinen Teil dazu beigetragen. Also ich bin wirklich wahnsinnig stolz, wie diese Mannschaft aus keinen Möglichkeiten doch das Beste rausholt. Ja, zum Spiel. Ich glaube, dass wir vielleicht von uns selber zu viel erwartet haben. Wir haben es sehr heiß gemacht, die Stimmung war super, wir wollten unbedingt viel zeigen und hatten dann, glaube ich, gehofft, dass wir das von Anfang an dominieren, das Spiel. Und genau das Gegenteil ist passiert. Coburger Torhüter hat sehr gut gehalten. Wir geraten schnell mit 1-2 in Rückstand und fangen dann an zu zittern. Wir haben es dann zum Glück geschafft, in einer Unterzahlsituation das Moment uns zurückzuholen, was für uns sehr wichtig war, weil es einfach uns ein bisschen wieder Auftrieb gegeben hat. Wir haben dann zum Glück dann noch den Ausgleich gemacht, sogar in Führung gegangen, und das hat uns ein bisschen die Sicherheit zurückgegeben, die uns dann nach 10-12 Minuten komplett verloren gegangen ist. Dann zweite Halbzeit haben wir, wie auch schon eigentlich in der ersten Halbzeit, einen überragenden Martin Zimmer hinten dran. Simon Jeps fängt an zu treffen, wir haben viel mehr Bewegung vorne. Und ja, es ist tatsächlich, dass es mit 5 Toren noch gegangen ist, ist ein bisschen schmeichelhaft. Aber ich glaube, man hat in den Gesichtern der Spieler gesehen, dass sie das heute wirklich wollten. Und ich kann es nochmal sagen, ich bin wirklich sehr stolz auf jeden, der da heute in die Bresche gesprungen ist. Danke.